Erstens, ich kann mir Dinge vorstellen, die dir nicht mal im Traum einfallen würden. Und zweitens, ich tue Dinge, die dir nicht im Traum einfallen, mein Schatz. Mutter, wir befinden uns nicht im Krieg. Natürlich befinden wir uns im Krieg. Einen Krieg, den wir erst gewonnen haben, wenn du Firmenchef geworden bist. Vertrau mir. Du hättest sehen sollen, wie er da lag. Mama, dem Mann geht's gut. Der ist jetzt auf Safari. Mein Unternehmen ist kein demokratischer Debattierclub. Ich treffe die Entscheidungen und ich trage die Konsequenzen. Du machst es aber nicht absichtlich, bloß um mich zu ärgern. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine deine Schuhe. Dieses Dack, 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 Dack. Das, was du Dack, Dack nennst, ist Haute Couture aus Italien. Schon gut. Schwamm drüber. Ich möchte dir nur noch einmal klar und deutlich sagen, dass du unter keinen Umständen über die Sache mit Frederik... Was ist mit mir? Das fragst du besser deinen Vater. Steile Schuhe, Schwägerin. Das sagst du besser deinem Vater. Vater, du siehst schlecht aus. Und du machst dir Sorgen um mich, stimmt's? Ich meine, vielleicht ist es an der Zeit für dich, kürzer zu treten. Kürzer treten? Dabei hatte ich vor, die ganze Belegschaft zu entlassen und das Porzellan alleine herzustellen. Ich meine es ernst. Warum gibst du die Firmenleitung nicht an Daniel ab? Er macht einen unheimlich kompetenten Eindruck. Er ist motiviert. Das finde ich allerdings auch. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einer Meinung sind, Frederik. Annabelle, hast du gelauscht? Nein. Ich suche immer noch meine Tasche. Ich sehe keinen Grund, dass du dich weiterhin abschuftest. Genau. Nimm dir ein Beispiel an deinen Sohn. Man kann auch ohne Arbeit glücklich sein. Übrigens, wann gehst du denn zurück auf deine Lodge? Ich werde nach der Geburtstagsfeier nach Südafrika zurückkehren. Und auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst, liebe Schwägerin, dort wartet ein Haufen Arbeit auf mich. Naja, Arbeit ist ja auch irgendwie eine Definitionssache. So mancher Playboy soll ja schon an Überarbeitung gestorben sein. In den Armen einer ehemaligen Miss... irgendwas. Tack, 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 tack. Komm mal. Ja, ich komme. Ach so, mein Handy. Entschuldigung. Sind Sie die Sekretärin von Herrn Grafenberg? Ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Sie hält mich für eine Sekretärin. Sehr amüsant. Sind Sie? Annabelle Grafenberg. Ich vertrete meinen Sohn in dieser Angelegenheit. Oh, Entschuldigung, ich... Hatten Sie vielleicht auch mal dran gedacht, sich vorzustellen? Julia Schilling, ich... Ja, setzen Sie sich. Wozu meinen Sie, hätten uns Stühle erfunden? Dann geben Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen. Also, die habe ich nicht dabei. Es hieß, dass ich... Ach, keine Bewerbungsunterlagen? Ja, das ist jetzt allerdings weniger amüsant. Wie haben Sie sich denn unser weiteres Gespräch vorgestellt? Ich dachte, dass ich Ihnen vielleicht mündlich... Ach so, na ja, dann legen Sie mal los. Sie haben 2 Minuten. Obwohl, wenn ich sie mir so richtig ansehe, dann reicht wahrscheinlich auch eine. Aber warten Sie, die Zeit läuft. Und zuletzt habe ich dann bei einer Tierschutzorganisation gearbeitet. Die SWA hat... Sind Sie jetzt fertig? Na, dann fasse ich mal zusammen. Abgebrochenes Designstudium, mehrere Hilfstätigkeiten. Taxifahren, putzen, kellnern, mitunter in einer Kneipe namens Rosis Bar. Keine Arbeitsstelle länger als 3 Monate zuletzt. Offensichtlich einer sentimentalen Neigung nachgebend, haben Sie sich für arme, verlassene Tiere eingesetzt. Ist das richtig soweit? Von Ihren fehlenden Bewerbungsunterlagen mal abgesehen und von Ihrer, naja, sagen wir mal, mehr als unpassenden Kleidung auch abgesehen, was meinen Sie, befähigt Sie denn, bei uns in der Designabteilung zu arbeiten? Nichts. Aber ich verspreche... Sparen Sie sich Ihre Mühe.
Unser Putzpersonal ist besser qualifiziert als Sie. Sie sind hier absolut fehl am Platz. Und wissen Sie, was das Ärgerlichste ist? Sie stehlen mir meine kostbare Zeit. Sie sind ja immer noch da. Also wenn Sie jetzt heulen müssen, dann machen Sie es bitte draußen. Ich bin froh, dass du wenigstens da bist. Das ganze verwelkte Gemüse hier, ich habe keine Lust auf dieses Fest. Es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich bin feige weggelaufen. Ich habe in den vergangenen Tagen an nichts anderes gedacht als an ihn. Und jetzt, wo er da ist, laufe ich weg. Wovor habe ich solche Angst? Ich habe Angst davor festzustellen, dass es den Daniel aus Südafrika nicht gibt. Er hat es ja gerade selber gesagt. Die Familie wird für ihn immer an erster Stelle stehen. Und ich gehöre nicht dazu. Du hast mir vorhin sehr genau gezeigt, wohin ich gehöre, deine Mutter und du. Julia, das... Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als sie mich in deinem Büro beschimpft hat? Dein Großvater und Frederik haben sich wieder versöhnt. Ja, was? Hier geht es nicht um eine rührselige Vater-Sohn-Vereinigung. Hier geht es um deine Zukunft. Du hast Sehnsucht nach Südafrika, stimmt's? Musst du da einiges zurücklassen? Ja, aber man muss sich manchmal von etwas trennen, um etwas Neues finden zu können. Frau Mertens, gut, dass Sie noch da sind. Dann brauche ich Sie nicht extra anrufen. Bitte warten Sie. Wieso denn anrufen? Ist meine Tochter noch da? Nein, die ist schon nach Hause. Ich soll Ihnen das hier geben. Ah, sehr schön. Ja, sie meint, es müsste nur noch der Text eingefügt werden. Haben Sie die Adressliste sämtlicher Gratulanten fertig? Ja, selbstverständlich, Frau Grafenberg. Dann können Sie ja gleich verwenden. Ja, aber ich wollte gerade nach Hause gehen. Ja, das habe ich bemerkt. Aber es tut mir leid, Frau Mertens, die Karten müssen heute noch raus. Aber ich bin wirklich ziemlich erledigt. Na, die halbe Stunde haben Sie auch noch. Dann können Sie auch gleich den Text einfügen und machen Sie so viele Kopien, wie Sie Adressen rausgeschrieben haben. Wenden Sie sich bitte an unseren neuen Geschäftsführer. Daniel Grafenberg, Ihr Sohn übernimmt die Geschäftsführung. Ja, selbstverständlich. Das ist ja eine erfreuliche Nachricht. Na, sehen Sie, und schon machen die Überstunden Freude. Sie können wirklich richtig stolz sein auf Ihren Sohn. Tja, das bin ich auch. Sie können es mir glauben.